Ich bin kurz davor, dich zu deoppen, ja? Na und? Kannst du die nächste Steps alleine machen? Ja, dann mach ich das auch alleine, ist mir noch egal. Wie aus? Wenn das du jetzt... kringelst ja ständig, du hast ja Aufnahmematerial. Ja und? Wenn das jetzt wegen so einer Scheiße hier, nur weil ich mit Game Mode rumfliege und ab und zu mal ein bisschen was zerstört habe in der Map oder mal ein bisschen verändert habe, damit es ein bisschen leichter wird, und dann hier ja, weil du cheatest und dann wegen meinem Bug-Using ausrastest. Ja, weil ich dich ja nicht auch gemacht habe. Ja, und trotzdem hast du die... trotzdem, du hast... Ja, ey, mal ernsthaft, du hast öfter gecheatet als ich. Ja, und das gebe ich halt zu, und? Aber dafür warst ja. du... Dafür warst du als erster immer durch. Ja, und? Ja. Das war aber kein Cheating. Ja, und dann war es halt kein Cheating. Trotzdem, wenn die Map ein bisschen kacke gebaut war, an der Stelle habe ich es halt verändert, sodass man wirklich da lang konnte. Du konntest da lang. Ich war ja der Beweis dafür. Ja, aber scheiße schwer. Ich habe keinen Bock auf scheiße. Ja, scheiße schwer ist nicht möglich. Wie wär's mal mit Abstieg? Zuschauer sagen einfach Daumen hoch, wenn ich recht habe, und Daumen runter, wenn du nicht recht hast. Oder schreibt am besten in die Kommentare. Ja, genau. Noch besser. Was denn? Du musst jetzt das ganze Publikum auf dich holen, oder was? Nein, ich will, dass diplomatisch und gerecht entschieden wird. Wenn die Mehrheit... Von mir aus, du hast recht, bist du schwer, ist das. Ändert man sich halt, also cheaten. Oder wenn man das nimmt wie ich, wenn man es quitt sein will, wenn der eine cheatet und der andere cheatet auch, dass man ein quitt ist, dann halt für mich stimmen. Ganz einfach. Ich bin hier der Server-Owner. So. Also darfst du alles tun und der nicht Server-Owner ist, darf gar nichts machen. Doch, du darfst auch machen. Ich tue ja auch was. Ich tue auch nicht alles. Aber wegen wir so haben ja eine sehr schöne Diskutierrunde gerade draus gemacht. Kannst ja direkt, Diplomatie in Minecraft in dem Part. Ganz schön ruhig hier gerade. Auf die Ecken springen. Ich bin nicht geblieben. Ist doch gut, jetzt hör mal auf zu streiten. Mein Gott, ich wollte dir nur einen Tipp geben. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich wollte dir nur einen Tipp geben. Ja, trotzdem, du sagst was Offensichtliches. Natürlich muss man auf die Ecken springen. Was denn sonst? Der Rahmen bewegt sich, da geht's runter. Ist doch logisch. Und das heißt ja noch dünner als diese scheiß Zäune. Nein. Doch, eigentlich schon. Ich meine, jetzt sind die Kanten. Warte mal kurz.
Lol. Dieses Klappen nervt. Boah, das dauert mir zu lang. Mach so. Was sind denn Türen los? Ich hab sie gerade abgestellt. War da irgendwo ein Schalter? Ja, ganz am Ende. Hätte der Kerl keine Holztür nehmen können. Gibst du auf? Darf ich ja nicht. Aufgeben darf man. Man darf nur nicht Bug usen. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen Cheaten und Bug using? Bug usen ist es absichtlich zu machen und Cheaten ist ja... Also, Cheaten tut eigentlich fast jeder. Aber Bug usen ist ja noch extra sozusagen die Vorteile eines Spiels auskosten. Und Cheaten ist ein zu manipulieren, damit es für einen anderen leichter ist. Bugusen ebenfalls. Nur schlimmer. Für mich auf jeden Fall. Das habe ich genau gesehen. Hast du doch einfach ausgeschaltet. Ey, du bist ja auch drauf gerannt wieder. Das ist ein Scheißrätsel. Ja, Entschuldigung. Na endlich! Oh, meine heilige Scheiße, er hat's geschafft. Mann! Hat das genervt. Jack, you must get to the exit near the bottom. To get where use the waterfalls in the balconies. Okay.